Wir übersetzen wieder auf Englisch Congratulations. Die K.O.-Maschine, die hat wieder zugeschlagen. Man konnte den Titel verteidigen. Wie glücklich fühlt er sich? Все обычно, празднично. Для меня этот день как праздник. Я и в статусе ставил, что завтра начнется праздник, будет веселье. Immer wie Feiertag, ja? So fühlt sich immer an, ja. Ja, aber dann haben Sie ja viele Feiertage. Ich meine, ne, jetzt 16 Profikämpfe, 16 Siege, wer soll da bitte noch kommen? А, ну почему? Не раз в год. Это как 2-3 раза в год праздники. Кто захочет, тот придет. Zwischendurch sind nur drei Kämpfe im Jahr. Also es gibt nur Feiertage, nur drei Tage im Jahr. Und der Rest ist ja arbeiten, arbeiten, arbeiten. Für diese Feiertage muss man arbeiten. Jetzt hat sich der Gegner aufgeregt, dass die Schläge von hinten kamen. Kann man das nachvollziehen? Соперник что-то жаловался, что удары сзаду пришли, ну как? В затылок, попал, я да? Так понял, да. Ну, да, на самом деле нет. Я попал ему в челюсть, он просто развернулся и... Ну, я думаю, он пересмотрит на записи и... Eigentlich hat ihn richtig getroffen, es war gar keine, habe ich auch so gesehen, also alle. Kommt ihn so vor. Ja, wenn er später nachguckt, sieht er, dass die Schläge doch an den Kopf waren, nicht hinter den Kopf. Wo sind jetzt eigentlich die nächsten Ziele? Какие следующие цели? Следующие цели? Все те же самые. Immer die gleichen. Бери больше. Also wieder K.O. Бери как круглый, говорят. Бери ношу по себе, чтобы не падать, приходить вместе. Ja, die Ziele sind natürlich, das, also Schritt für Schritt, ja, da, also Kampf für Kampf. Also den nächsten K.O., den nächsten. Lassen Sie uns noch ganz kurz teilhaben. Sie hatten ja einen Sparring-Partner mit José Laduet. Wie war der Fight? Weil ich habe gehört, es ging da heiß her und der Trainer musste dazwischen gehen. Ну, короче, слышал, как Шпаринг с Хосе делали, ну там, типа, мы слышали так, что даже, ну, так жестко все было, что даже тренер залез, ну как, в ринг, чтобы остановить. Ну, в принципе, была рабочая обстановка, хотелось еще поработать несколько спаррингов, но и побольше наработать, ну и, в принципе, этого хватило. Ja, das war normaler Sparring, ja, man wollte sogar eigentlich noch mehr, ja, das war gute Arbeit von beiden, ja. Wollte mehr, hat aber, haben die zu wenig gemacht, sagte, nächstes Mal vielleicht machen wir ein bisschen mehr. Oder vielleicht im Ring für den Titelkampf, wie wäre das denn? Mit José? Ja. Или, говорит, может быть, бой с José, типа, за... Ну, если это будет интересно, зрителям окружения, да, компании заинтересовано. Wenn das interessant wird für Universum an sich, weil das ja gleicher Boxstall, wenn für die interessant wird, ja, dann müssen wir auch dadurch, sagt er. Jeder Stein wird bewegt, sagt er. Спасибо und have a great evening. Thank you so much and congratulations.